Wie viele Schüler gibt es an der Ecole? Wir sind so ungefähr 170 derzeit. Mhm. In den, also insgesamt 7 Klassen. Wir haben 3 Klassen maternelle und 4 Klassen in der Grundschule. Also insgesamt ungefähr 170. Was ist das Ziel der Schule? Das Ziel dieser Schule? Gute Frage. Also wir sind ja eine zweisprachige Schule, Deutsch und Französisch. Und zwar gehören wir zu einem weltweiten Netzwerk dazu von französischen Schulen. Und dieses Netzwerk heißt AEFE, habt ihr vielleicht schon davon gehört, Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Dazu gehören wir und dazu, damit man da dazugehört, muss man auch gewisse, wie einem gewissen Standard entsprechen. Zum Beispiel, dass man das französische Programm unterrichtet, genauso wie in Frankreich. Und gleichzeitig sind wir aber auch eine deutsche Schule, eine Ersatzschule. Das heißt, wir sind auch vom Land Nordrhein-Westfalen anerkannt als deutsche Schule. Und da haben wir dieselben Aufgaben, dass wir das Lernprogramm auch durchführen hier. Wie schafft die Schule es, den Kindern eine internationale Kindheit und Bildung zu geben? Ja, das ist eigentlich dadurch, dass Kinder aus der ganzen Welt kommen. Wir haben derzeit Kinder von 30 verschiedenen Nationalitäten in unserer Schule. Geht es irgendwie automatisch, weil wir öffnen uns über die Sprache einer anderen Kultur. Wenn man Sprache lernt, lernt man auch anders zu denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung selber schon gemacht habt. Plötzlich kommt man drauf, oh, in der Sprache gibt es das Wort gar nicht. Warum eigentlich? Weil es vielleicht nicht wichtig ist. Zum Beispiel weiß man das bei den Inuit, die haben, ich weiß nicht wie viele Wörter für weiß. Oder die Menschen, die im Amazon im Regenwald wohnen, die haben, ich glaube, 17 Wörter für grün, weil sie das einfach brauchen. Wir brauchen das nicht, wir haben weiß und grün. Und darüber lernt man auch eine Kultur kennen. Und natürlich auch durch die Feste, die wir dann hier feiern, mit Nikolaus und alles Mögliche, was ja den deutschen Karneval, was man in Frankreich nicht unbedingt so macht wie hier. Dadurch lernt man auch andere Kulturen kennen und wir fördern das auch nicht nur, was das Deutsch-Französische anbelangt, sondern auch andere Kulturen, die wir haben in unserer Klasse, in unserer Schule. Worin unterscheidet sich die Ecole von den anderen Grundschulen? Ja, genau. Eben mit dem sehr ambitiösen Programm, das wir haben, was die Sprachen anbelangt. Aber zum Beispiel auch ein anderer Punkt, in Frankreich haben die Kinder 24 Unterrichtsstunden, wir haben 26. Weil einfach, wir brauchen 2 Stunden mehr, um das Bilinguale und sogar, ich würde sagen, Plurilinguale in die Schule zu bekommen, weil ab der ersten Klasse haben die Kinder auch Englischunterricht. Das ist zum Beispiel jetzt in Deutschland nicht mehr der Fall. In Deutschland ist jetzt ab der dritten Klasse, das heißt, bei uns haben die Kinder schon ab der ersten Klasse 3 Sprachen.